Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge hier bei Transport Fever auf Micro Hazard TV hier am Freitag heute. Ich bin der Ice Dragon und begrüße euch wieder ganz herzlich. So, in der letzten Folge und die ganze Woche über haben wir eigentlich festgestellt, dass diese Stelle hier einfach ständig zugestaut ist und zwar das Problem auch eigentlich besteht, dass wir wirklich die Busspur eingerichtet haben und der Autoverkehr durch nur eine Spur hat. Wir werden das hier mal ein bisschen entschärfen und zwar wollen wir hier einen Tunnel bauen und ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir müssen natürlich jetzt hier ein bisschen Abrissarbeit leisten, leider Gottes. Wir müssen ein paar Häuser weichen. Der Baum da kommt auch weg, der Baum kommt weg. Das Haus wird bestimmt auch flüchten müssen. Von daher nehmen wir das Haus noch weg. Den Baum weg, das weg. Ja, wir müssen, es kostet diesen Haufen Geld jetzt. Ihr seht ja 1,2 Millionen hier, also es ist nicht günstig, was wir jetzt hier Platz schaffen, aber hier muss ja Platz hin, damit wir hier überhaupt was machen können. So, ich hoffe, wir kriegen das hier hin, weil wir haben ja Gott sei Dank eine leichte Steigung schon drin immerhin. Von daher könnte das klappen. Eine Steigung haben wir ja eh schon, also müssen wir ja gar nicht so tief runter. Jedenfalls von der Seite nicht. Hier werden wir die Kreuzung auch noch mit umbauen, glaube ich. Ja, die Straße wahrscheinlich hier schon draufsetzen. Und nicht erst hier vorne, machen wir nämlich nur eine Kreuzung und nicht so eine Doppelkreuzung draus. Das heißt, wir müssen hier doch auch noch was wegreißen. Das muss noch weg. Das wird hoffentlich stehen bleiben können, das Gebäude. Große Umbaumaßnahme hier jetzt in Lienen. Reißt die Beute jetzt schon mal vorab ab, wie ihr merkt. Nehmen wir das auch noch weg. Also hier werden wir anfangen. So, nehmen wir das Stück Straße weg. Das Stück Straße noch weg. Jetzt kommt definitiv das Stück Straße weg. Das Stück Straße weg. Jetzt kommt hier die ganze, jetzt muss hier die Straße über dem Bahndamm weg. So. Sind natürlich die Straßenbahnlinien erstmal jetzt hier unterbrochen, weil die ja hier lang führen würden. So, und jetzt müssen wir hier unten durch. Und das wird jetzt natürlich sehr witzig, ob wir hier drüben genug Platz haben, das ist nämlich der Punkt. Hier wird es schon reichen, runterzukommen, aber da drüben, das ist, gucken wir mal. So, wir wollen jetzt hier runter, und zwar so stark runter, wie es nur geht. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da runterkommen. Okay, dann machen wir gerade, hängen das mal hier ran. So, und wenn ich jetzt da sage, runter, 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 dann kommen wir nicht hin. Gut, dann müssen wir jetzt mal selber versuchen, was anderes. Ich würde nämlich nur ungern hier drüben auch noch die halbe Straße wegreißen, so nach dem Motto. Weil wenn ich hier was abreiße jetzt, ne? Guck mal, wenn ich die Kreuzung wegreiße, dann wird das hier katastrophal. Das Stück muss weichen noch. Boah, will ich so viel echt wegreißen? Ich muss. Ich habe keine andere Wahl, ich brauche den Platz. Haben wir hier ein riesen Loch in Linien in der Innenstadt quasi verursacht, aber ist halt so, da müssen sie jetzt durch. Ich würde gerne ein bisschen gerader raus, ja, so ist das vielleicht noch ein bisschen gerader hier. Man kommt einfach immer nicht gerade raus, das ist irgendwie immer sehr mysteriös. So. Und jetzt müssen wir runter mit der Straße und zwar so stark es geht. So, dass wir hier nämlich in den Tunnel reinkommen, hoffentlich. Ich muss schon vorne ansetzen, gleich hier an der Kreuzung. Das geht nicht anders. Wenn ich da hinten erst ansetze, habe ich zu wenig Platz. So, runter, 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 runter. So, jetzt sind wir erstmal bis hier. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier, wenn wir auch mit dem Tunnel unten durchkommen. Kann man die Bahngleise noch höher legen? Nee. Nicht wirklich, nicht wirklich. Okay, dann muss ich hier noch mehr weichen, Leute. Guckt euch das an, dann muss ich hier noch mehr weichen jetzt. Gott, wir reißen die halbe Stadt ab. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was wir hier anrichten. Wir reißen die halbe Stadt weg. Aber
Was machen? Was machen? Spieler spielen die Flasche leer. Nein. So, wir müssen ganz runter. Und zwar so tief wie es geht, Leute. Kriegen wir hin, das kriegen wir noch hin. Ich muss hier nur mal, glaube ich, das Gelände ein bisschen erhöhen, damit er hier früher anfängt mit einem Tunnel. Gleichen wir gleich wieder an. Keine Ahnung, ich mache keine Berge. Hier mal das Gelände kurz ein bisschen anpassen hier. Hier drüben auch ein bisschen Geländeanpassung betreiben. So. Okay, das ist nämlich ein bisschen besser. So, gucken wir mal. So, runter will ich. Irgendwie geht das bei dem Ding so tiefer als so, ne? Ja, machen wir das so. Okay, so, runter, runter, runter müssen wir. Die Richtung stimmt schon, die Richtung. So, okay, bauen wir das mal. Jetzt sollten wir eigentlich ohne Probleme hier in den Tunnel reinkommen, oder? Ja. So, ein bisschen höher vielleicht. Müssen wir auch wieder rauskommen drüben auf der anderen Seite. So, Tunnel. Ja. Müssen ja hier mal ein bisschen Straßenanpassung betreiben. Geht da nicht anders, muss angepasst werden hier sonst, weil sonst anders. So, jetzt haben wir eine Unterführung drin erstmal schon. Jetzt können wir das Terrain hier noch so ein bisschen absenken wieder, ein bisschen angleichen alles. Rund um den Tunnel. Das ist nicht ganz so kantig aussieht alles. So. Hier drüben auch. Wenn ja eh neue Gebäude entstehen, von daher. So, da müssen jetzt allerdings noch Straßenbahngleise rauf, auf das, was wir jetzt hier gebaut haben, hier unten durch den Tunnel durch. So. Jetzt müssen allerdings noch ein paar weitere Straßen hier umgelegt, muss also gebaut werden. Und zwar brauche ich jetzt, hier will ich eine vierspurige mit, eine ohne Busspur, aber mit Straßenbahn elektrisch. So, von dort, geh doch mal da gerade rauf. Kannst du da nicht gerade rauf? Warum geht denn das da? Doch, jetzt geht's. So, wir müssen nämlich hier noch irgendwie ran. Ja, dann müssen wir das so umlegen hier ein bisschen, dass wir da, weil hier kommen wir nirgends mehr hin, glaube ich. Da ist die Steigung dann zu groß, seht ihr, also. Doch, hier unten ginge noch. Ah. Hier unten, direkt vorm Tunnel ginge noch. Sehr gut, dann machen wir das doch so. Wenn das ein bisschen sehr komisch aussieht, aber ist so. So. Jetzt gucken wir hier drüben, brauchen wir das auch hier, aber mit Busspur. Hier muss jetzt auch noch irgendwie rankommen. Hier ging es. Hier unten nicht, logischerweise. Ja, nur hier oben ging es. Oder da. Da haben wir so einen dicken Knick, den wir hier fahren müssen. Ein Stück Straße wegnehmen müssen. Ein Stück ist gut, ne? So ein ganzes Riesenstück wieder weggerissen hier, ey. Meine Güte. Ja, wir müssen hier leider riesen Umbaumaßnahmen in Linien vornehmen. Ist nicht anders machbar aktuell. Mach doch mal hier eine dreispurige, eine vierspurige Straße hin, Mensch. Mach die doch erstmal hier vierspurig, bitte. So. Warum ist überhaupt noch mal sowas? Mach doch mal die Straße hier richtig ran. So, fertig. So. Und dann können wir von da hinten nämlich viel besser hier ran. So. Wie weit können wir? Ist in der Bau schon nicht mehr möglich. Hier haben wir so einen komischen Knick denn drin. Nee, so ist schon okay. So. Gut, dann werden wir die Straße jetzt, die von hier kam. Die kleine, die hier, die muss ja auch wieder, da brauchen wir aber das alles nicht.
So, die muss ja auch wieder darauf. Auf die Kreuzung hier. So. Riesen Umbaumaßnahme. Unmengen an Straßen weggerissen hier. Kriegen wir die Straße hier rauf noch? Ja, wunderbar. So, die kriegen wir da auch wieder rauf. Ja, okay. Wunderbar. Hier brauchen wir übrigens, wenn ich das richtig sehe, weder Oberleitung noch Busspur. Sondern nur hier. Geht natürlich ganz schön runter jetzt, aber... So. Jo, ansonsten hätten wir es doch jetzt eigentlich. Tunnel ist da, die Haltestellen müssen natürlich ersetzt werden, aber ansonsten wäre ja alles da. So, gut. Dann ersetzen wir erstmal die Haltestellen, die wir jetzt nämlich hier weggeruppt haben. Hier haben wir einmal Haltestelle Parkstraße. Hatten wir die in beide Richtungen? Bestimmt, wa? So, dann setzen wir die da mal wieder hin, die entsprechenden Haltestelle. So und so. Dann gleich mal gucken, ob die Linien alle noch so fahren, wie sie fahren sollen, vom Lauf her. So, hier haben wir jetzt vorm Tunnel jeweils die Haltestellen. Also hinterm Tunnel. Und hier drüben auch auf der Seite. So. Gut, dann haben wir das umgebaut und ich denke, hat ja einigermaßen funktioniert. Und dann haben wir hier den Bahnübergang rausgenommen. Hier hinten, da fährt ja nicht viel rüber, aber hier halt. Und einfach nur, um den Verkehr ein bisschen zu entlasten in der Ecke. Riesen Umbaumaßnahme, aber so, jetzt tun wir einfach die Fahrzeuge hier wieder sagen, dass sie fahren dürfen gleich, sobald wir die Haltestellen wieder auch korrigiert haben. Linie 3 brauchen wir nichts machen. Die LKW-Linie, die fährt hier problemlos weiter, überhaupt kein Problem. Allerdings Linie 1 und 2, die müssen wir bearbeiten, damit die wieder problemlos laufen. Machen wir erstmal einzeln. So, Linie 1, die fährt hier gerade durch normalerweise. Da hinten wäre Raiffeisenstraße und Fliederweg. So, und nach dem Fliederweg würde jetzt die Drossel, der Drosselweg kommen. So, Dorfstraße, Fliederweg, Drosselweg. So, Drosselweg. Dann Parkstraße. Hat da drinnen in beide Richtungen. Hauptbahnhof, Parkstraße, Erlenweg. So. Der ist nicht Erlenweg? Ne, nicht da. Der sollte den Halter nehmen. Der Erlenweg kommt raus. Parkstraße, Raiffeisenstraße zwischen Parkstraße und Dings kommt noch der Drosselweg wieder rein. Und dann ist diese Linie korrekt. Und Linie 2 in Lienen. So, die kommt denn hier am Hauptbahnhof. Die andere Seite Hauptbahnhof. Da, so denn Birkenstraße. Die hat er sich geholt. Dann kommt die Parkstraße hier drüben. Hauptbahnhof, Parkstraße, Erlenweg. Erlenweg gibt es nicht mehr. Heißt jetzt Birkenstraße. So, und dann fährt die auch ohne Probleme meines Wissens weiter. So, Linie 3 fährt sowieso, von daher können wir die Fahrzeuge jetzt sagen, dass sie wieder weiterfahren dürfen. So, und könnt den Verkehr wieder aufnehmen. Und hier drüben haben wir noch einen gestoppten, den müssen wir auch wieder sagen, dass er fahren darf. Und die Straße hat man eben schnell gedreht, okay, mitten auf der Straße, wie auch immer sie das geschafft hat. Aber sie hat es gemacht. So, haben wir den Verkehr hier ein bisschen entlastet, denke ich, und können wir das Signal technisch nämlich die Züge auch weiter ranholen. Obwohl ich trotzdem die Einfahrtssignale hinten lassen würde. Weil ansonsten die das zustellen, den Bahnübergang da hinten. Und das will ich nicht. Also reißen wir jetzt das Signal da weg. Genau. Ausfahrsignal. Da können wir jetzt gleistechnisch hier vorne noch ein Ausfahrsignal postieren. Für ihn auch. So. Und sein Einfahrsignal ist allerdings erst hier hinten auch. Genau. Hier nehmen wir das andere weg. Das da. So. Immer aufpassen, wenn ich die Gleise wegreiße oder so. Gut. Dann haben wir das hier entschärft. Und wenn wir noch ein bisschen Optik betreiben hier drüben.
ein bisschen schöner machen. So, noch ein bisschen glätten alles. Wie sieht denn das hier sonst aus? So. Gut, haben wir gemacht. Und weil das so schön ist, schnappen wir uns jetzt das nächste Fahrzeug, was hier irgendwo kommt. Aber leider sind gerade alle schon weg. Jetzt müssen wir warten, dass eine Straßenbahn kommt. Ich will noch mal hier mit den Spaß machen und dann mal unten durchfahren. Jetzt mit der Bahn. Da ist eine. So, dann fahren wir mit der jetzt nämlich mit und fahren wir durch den Tunnel durch. Haha. Auf geht's zum Drosselweg. Linie 1, also gerade durch. Liegt dann Tunnel dann geradeaus. Oh, hat der einen weiten Überhang. Meine Güte. Atmen in den Tunnel. Unter der Bahn durch. Gar keine Oberleitung da irgendwie. Man sieht die gar nicht. Hier ist natürlich massiv berghoch jetzt, aber hier ist nur noch eine Haltestelle, ne? Also da wieder anfahren auf dem Berg ist schon sehr interessant. Können auch mal andere Richtung mitfahren. Da unten ist ja der Tunnel. Hui! Die anhalten im Herbst macht bestimmt Spaß. Auf der Senke nach unten. So, und runter geht's nochmal in den Tunnel rein. Da oben fahren die TGV Duplexe rüber und durch den Tunnel durch hier unten. Und dann links in die Straße rein. Ja, ich muss ja auch mal fahren, Leute, ne? So. Gut. Haben wir es umgebaut bekommen. Auch wenn wir dafür hier die ganze Ecke hier, guckt mal, die ganze Gegend hier wegreißen mussten, ja, also. Aber dadurch haben wir das Verkehrskonzept, denke ich, ein bisschen verbessert in der Gegend. Und das war auch mein Ziel und sollte dann besser funktionieren. Jetzt haben wir natürlich Unmengen an Fahrgäste warten. Münster-Villingen warten ganz viele. Ich habe natürlich jetzt alle rangeholt mit den Stadler hier, die wahnsinnig viel Geld jetzt machen. In Doppeltraktion. Aber gut. So, jetzt läuft wieder alles und die schließlich werden wieder neue Gebäude gebaut. Also überhaupt kein Problem. Ja, also läuft ja alles wieder an. Läuft ja alles. Gut, aber die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet und verbleibe bis dahin und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.